Man braucht halt beim Schießen viel Konzentration, aber man muss halt auch körperlich fit sein. Also es fängt damit an, das Gewehr umzubauen, ob in der Kartusche noch genug Luft drin ist. Dann gehe ich auf den Stand und bereite mich halt so vor. Dann lege ich den Zollstock auf den Boden, packe mein Stativ auf und dann kann das Ganze auch schon anfangen. In Niederochtenhausen haben wir seit kurzem digitale Anlagen. Da sieht man direkt das Ergebnis und vorher halt nicht. Da muss es man auch extra auswerten. Der Landeskader Niedersachsen ist in ganz Niedersachsen zerstreut. Es gibt mehr Wettkämpfe und es wird auch mehr trainiert. Hier in Bremervörde sind schon zwei im Landeskader, beide aus dem Verein Niederochtenhausen. Wir sind der Schützenverein Niederochtenhausen.